Ja, guten Morgen zusammen. Ja, das ist so meine Welt, aus der ich komme und irgendwie im Ahrtal gelandet bin. Artgerechte Pferdehaltung und ja, so Reitplatzbau und Landwirtschaft, das ist so meine Sache, sage ich mal. Heute ist ein ganz wichtiger Tag auf jeden Fall. Und zwar werden heute Entscheidungen getroffen. Ich habe ja mit dem Major heute zusammen einen Termin mit Entsorgungsfirmen. Das heißt, wir wollen abklären, abklären, wie die Entsorgung des Mülls weitergeht. Und das soll, wenn es geht, richtig schnell erfolgen. Das heißt, wir sind wieder angewiesen auf viele Transporteure. Und es soll auch so sein, dass die Bauern über die Autobahn fahren können mit den Traktoren bis zur Entsorgung hin. Das wird heute alles geklärt. Da haben wir um 11 Uhr einen Termin und dann gibt es eine klare Ansage, wie es weiterläuft. Heute um 8 Uhr ist noch ein wichtiger Termin. Auf jeden Fall von meiner Seite aus, weil gestern schon signalisiert wurde, die gucken mir gerade alle zu hier, gestern wurde signalisiert, dass es eigentlich so weiterlaufen soll, wie es jetzt läuft. Zumindest mit den ganzen Unternehmern, also mit den Bauunternehmern, mit den Landwirten, dass wir weiter bei der Abfuhr helfen. Genau nach dem gleichen System mit den kleinen Maschinen auf Plätze, von den Plätzen verladen auf mittelgroße Maschinen und dann zu den Müllplätzen, wo dann nochmal umgeladen wird, dass es dann zu den Entsorgern geht. Ja, das ist auf jeden Fall im Plan. Und wie gesagt, die Kosten sollen ja tatsächlich übernommen werden. Das ist jetzt freigegeben. Es gibt dann irgendwie eine Kostenstelle. Dazu kommt nochmal ein Video, so dass ihr auf jeden Fall eure Kosten gedeckt habt, was wohl mehr als fair ist bei dem, was wir bis jetzt geleistet haben. Wir sind im 10. Tag, glaube ich. Ja, von meiner Seite aus, wie gesagt, heute viele Entscheidungen, die gefällt werden, ganz offiziell. Und die werde ich dann nachher eben hier benennen. Ja, ich werde heute natürlich dann kurzzeitig da sein. Ansonsten würde ich mir heute den Tag mal frei nehmen. Das heißt, mein Traktor wäre frei. Und wenn sich jemand zutraut, damit zu fahren, also bitte wirklich jemand, der es kennt und weiß, wie es geht, vor allem mit dem Hakenlift, der könnte dann mit meinem Traktor fahren. Ja, ich hoffe, jetzt melden sich nicht 3000 Leute. Ja, vielleicht einer, der aus der Nähe kommt und mit dem ich mich dann vor Ort kurz treffen kann, eine Einweisung machen kann. Ja, alles Gute und vielleicht sehen wir uns heute nochmal. Ich gehe mal noch ein bisschen hier bei den Pferden gucken. Bis dann. Ciao.